Hallo und herzlich willkommen bei den Nerdnets. Ich bin Annette und ich bin der Nerd und ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das hier ist mein kleiner Strick-Podcast und hier erzähle ich dir jede Woche, was ich die vergangenen Tage so gewerkelt habe. Ja, heute das erste Mal die Saison mit meinem Gast, vielleicht ständigen Begleiter ab jetzt, der großen Lampe. Ja, es ist stockdunkel draußen. Ich nehme auf wie immer eigentlich Mittwoch, aber ein bisschen später als sonst, weil mir 52 Weeks of Socks ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich tatsächlich ein bisschen länger gebraucht habe als eigentlich so vorgesehen. Und deshalb bin ich recht spät dran. Ja, aber ich wollte sie unbedingt fertig kriegen. Das habe ich geschafft. Ich nehme es vorweg. So ist es. Ja, aber ich denke, dass sowieso ab nächster Woche, wenn dann die Zeitumstellung war und all sowas, es für mich deutlich schwieriger sein wird, tagsüber aufzunehmen, außer ich nehme tatsächlich mal die Mittagspause. Und dann brauche ich die Lampe. Ja, also wenn es noch so ein bisschen düster ist, dann geht es auch ohne, das weiß ich. Aber so ganz im Dunkeln, dafür macht die Lampe, die so ein bisschen hier beim Tisch hängt, einfach nicht genug Licht. Dafür sieht es jetzt aus, so ein bisschen wie ein Stinkelfeld. Kennt ihr das? Diese Comedians und ihre Weihnachtsbeleuchtung-Episode, die finde ich ja so großartig. Ja, die Oma zündet ein kleines Kerzendingens, weihnachtsbeleuchtungsmäßig im Fenster an und dann rüstet die ganze Nachbarschaft auf und das passiert dann irgendwann, das Unvermeidliche, und das Kohlekraftwerk in der Nachbarschaft fliegt in die Luft. Also wer Lust hat auf eine echt lustige Episode, Comedy-mäßig, der sollte da mal reinschauen. Und ansonsten bleibt er jetzt gern bei mir. Und ich zeige euch, was ich getan habe. Nachdem ich euch erklärt habe, dass das hier natürlich eine Dauerwerbesendung ist, weil ich euch Dinge in die Kamera halte wie Wolle, Nadeln, ich nenne euch Designer und all sowas. Und das kann man als Werbung verstehen, wenn man es möchte. Deshalb ist es wichtig. So. Ich habe gespoilert. Ich habe es fertig. Aber ich habe gedacht, ich fange ganz traditionell an. Ich fange an mit dem Fail der Woche. Ich glaube, meine beliebteste Kategorie schlechthin. Ja, der Fail der Woche. Den habe ich auch dabei. Und habe natürlich meine grüne Tasche und jede Menge Sockenblocker. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle brauche. So, eine Schnarke haben wir auch. Mücke, für all die, die Hochdeutsch sprechen. Ja, also die Stechviecher. So, letztes Mal habe ich fertig gezeigt diese Socke hier. Und ich hatte ein Bündchen von der zweiten und habe noch großspurig gesagt, es wäre eigentlich voll cool, wenn ich die Ende Oktober meinem Kind zum Geburtstag schenken könnte. Ja. Das wird wohl nichts. Also es ist nicht so, als würde er leer ausgehen. Ich habe ja noch das ein oder andere Paar in 39 rumliegen. Er wird also auch ein paar traditionelle Geburtstagssocken bekommen, aber eben nicht diese hier. Denn ich habe mega viel gestrickt an diesen Socken. So viel. Das letzte Mal war ich da, wie gesagt, Bündchen und ein bisschen was. Ja, es ist vorwärts gegangen, klar. Aber so im Vergleich zu einer ganzen Socke ist es irgendwie ein bisschen wenig. Ja, also der Fail der Woche ist aus einer Schüller- und Stahlwolle, die mir im Sommer in den Einkaufswagen gehüpft ist, als ich versucht habe, Wasser zu kaufen. Wenn ihr es bummern hört, das sind die Kinder, die spielen oben drüber irgendwas und es klingt sehr nach Hausabreißen. Das hier ist jetzt Nummer 2, das Muster, das ich verwende. Das ist eins, das ich mir so spontan überlegt habe. Hinten ist es eine klassische Stino, vorne hat es ein bisschen Muster. So mit einzelnen rechts verschränkten, einem Skippy und einem Miniaturzopf. Sieht man nicht. Ist aber dann zumindest ein bisschen aufregender als eine bloße Stino. Nichtsdestotrotz, da ist nicht viel passiert. Das ist der Rest Wolle. Ich glaube, ich werde ordentlich was übrig haben. Vielleicht gibt es noch ein paar Kindersocken oder ein paar Sneakersocken oder irgendwie sowas.
Ja. Oder wenn jetzt jemand sagt, ich habe da genau das richtige Sneaker-Projekt dafür, dann könnt ihr euch melden, dann gucken wir mal, dass die Wolle vielleicht zu euch wandert. Allerdings weiß ich nicht, wie viel übrig bleiben wird. Also werden jetzt mit Sicherheit keine Schuhgröße 45 Socken raus werden. Aber wenn ihr jetzt die kleine Füße habt und vielleicht ein paar Sneaker draus stricken wollt, dann könnt ihr euch gerne melden. Ja, also, ich zeige es euch nochmal. Nur echt mit eingebautem Fehler, wer ihn gesehen hat, darf ihn gern behalten. So, Nummer 1. Die anderen Projekte sind tatsächlich nicht ganz so schlecht vorangegangen. Ich fange mit dem an, was oben drauf liegt. Und das ist aktuell das hier. Denn das hier ist mein Olive-Leaf-Cardigan von Eri Shimizu, eine japanische Designerin. Und die Anleitung gibt es auch auf Japanisch, also wer diese Sprache spricht oder besser gesagt lesen kann, der wird das mit Sicherheit dann gut finden. Allen anderen reicht sicherlich auch Englisch. Auf Deutsch gibt es das nicht. So, also der Olive-Leaf-Cardigan ist ein Raglan von oben und schlägt ihn hier an. Da kommt noch ein Eikord. Bei mir. Es gibt die auf zwei verschiedene Arten. Man kann einfach ein Eichhörnchen stricken oder ein richtiges Bündchen. Ich habe mich für die Eichhörnchen-Variante entschieden. Ich habe auch schon beide Ärmel dran. Und an diesen Ärmeln ist unten ein Eichhörnchen. Ja. Und das, was ihr hier so seht, das wird so ähnlich auch am Körper passieren. Aber auch wenn ich da viel dran gestrickt habe, soweit bin ich jetzt. Das letzte Mal war ich hier, wo der Marker sitzt. Das alles ist dazugekommen. Das ist eine ordentliche Menge. Aber ja, es ist rein mustertechnisch noch nichts passiert. Das wird sich das nächste Mal geändert haben. Es bleibt also spannend. Ich denke, der wird nicht mehr allzu lange jetzt brauchen. Ich habe ihn ein bisschen verlängert. Eigentlich hätte ich das Muster schon anfangen müssen. Aber. Also ein Ärmel, ein zweiter Ärmel und ein gutes Stück vom Körper ist dran. Ja, Kaufanleitung auf Englisch. Sehr gut, finde ich, wie verständlich und sehr gut geschrieben. Wie sie passt, werden wir dann bei Gelegenheit sehen. Die Wolle, die ich verwende, ist von Malabrigo auf der Sock-Basis. Das ist 100% Merino mit um die 400 Meter auf 100 Gramm. Und die Wolle hier heißt Reflecting Pool. Sieht tatsächlich so ein bisschen nach Wasser aus. Das war gewollt. Ich war ja im Urlaub in den Sommerferien. Das sind so fast Herbstferien bei uns. In Kroatien. Und ich wollte ein bisschen was, was mich da an das Meer erinnert von den Farben hier. Und das waren so schöne Farben. Ja, es kommt nicht ganz hin. Aber es ist nah genug dran. Und ich freue mich über dieses tolle Türkis. Wie immer bei Malabrigo muss man ein bisschen aufpassen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Muss so ein bisschen reinfaden. Sie sind aber insgesamt auch nicht homogen. Also wenn man sich das jetzt hier oben so anguckt, ne, das ist ein Knäuel, da sind große Farbunterschiede dazwischen. Und was hier streift, sind auch nicht verschiedene Farben, verschiedene Knäuel, sondern einfach ein Knäuel. Ja, kann man natürlich deutlich besser abwechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel bringt. Ich bevorzuge es, mit einem Knäuel zu stricken und wechsle deshalb einfach beim Knäuelwechsel ein paar Runden ab und dann stricke ich mit dem anderen Knäuel weiter. Ja, und ich stricke es auf 3,25er Nadeln. Das ist kleiner als angegeben, weil ich offensichtlich weiter stricke als die Designerin. So. Sonst gibt es dazu gar nicht so furchtbar viel zu erzählen. Wir stricken das als Karl. Die Monika strickt auch mit und ein paar andere auch. Ich weiß gar nicht, ob die erste mittlerweile fertig ist. Aber es ist kein Wettrennen. Trotzdem möchte ich schauen, dass ich den also bald von den Nadeln bekomme, weil jetzt ist er doch schon so weit, dass er dann auch langsam fertig werden möchte. Das ist ja bei mir immer so, wenn ein Projekt so eine gewisse Größe erreicht hat, dann möchten die fertig werden. Führt bei mir dazu, dass ich keine UFOs habe. Ja.
So, also, große Jacke. Große Ereignisse. Wir werfen ihre Schatten voraus. Es sind weniger als 2 Monate bis Weihnachten. Aber in dieser Tasche hier ist keine Weihnachtswolle. Es ist meine Projekttasche, die ich hergetan habe für die plastikfreie Sockenwolle. Und aktuell habe ich verstrickt dieses Knäuel hier. Das ist ein Steingarten von Nines Wollkäste auf der Basis BFL Tweed. Das Tweed könnt ihr gut sehen, das sind diese schwarzen Nupsis. Es gibt auch ein paar braune Nupsis, die sind nicht ganz so offensichtlich. Und ich habe es geschafft. Ich habe was fertig bekommen. Und zwar das Muster Mint Tea Socks. So, jetzt muss ich nachgucken, von wem das ist. Wenn ihr die Kinder hört, die sind zu Hause und machen natürlich Lärm, wie sich das gehört für Kinder. Ja. So, da sind sie, die Mint Tea Socks von Debbie Ford. Das ist eine kostenlose Anleitung auf Englisch. Ich habe sie tatsächlich nicht sehr nach Anleitung gestrickt. Ich habe den Chart hergenommen und ich habe bei diesem Chart, jetzt muss ich es noch auf den anderen Sockenblocker ziehen, weil ich von der Größe nur einen habe. Also sie sieht das vor, dass man das mit 56 Maschen stricken kann, mit 64 und ich glaube noch eine Größe größer. Und ich wollte aber mit 60 Maschen stricken, also was dazwischen. Das ist aber kein Problem. So sehen die aus. Und man hat auf dieser einen Seite dieses Muster. Und auf der Rückseite ist es glatt. Das bedeutet, dass man dieses Strukturmuster, das man auf der Seite gut sehen kann, einfach um 2 Maschen quasi kürzt. Mit einer anderen Masche anfängt. Das ist sehr, sehr einfach. Es sind alle paar Reihen eine linke Masche eingearbeitet. Das ist ähnlich wie bei dem Ärmel hier auch. Und wenn man dann einfach 2 von den Maschen weglässt oder alternativ die nach hinten oder nach vorne verschiebt, dann hat man natürlich auch eine andere Größe. Ja, die Mint Tea Socks, die haben so ein hübsches Blättermuster. Ich habe 1 rechts verstrickt, 1 links Bündchen gestrickt, das ist auch so in der Anleitung. Dann habe ich den Schaft gestrickt und dann habe ich eine Bumerangferse ohne Zwischenreihe gestrickt. Ich glaube, das ist nicht in der Anleitung. Ich glaube, die Anleitung hat eine Käppchenferse. Und dann habe ich einfach so lange gestrickt, bis ich meine Spitze anfange und habe eine Bändchenspitze dran gestrickt. Also letzten Endes braucht man den Chart. Den versteht man auch, wenn man kein Englisch kann, versprochen. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass sich hier die Maschenanzahl ändert, wenn man sich das anguckt. Man hat am Anfang weniger Maschen, die nimmt man dann zu und dann nimmt man sie wieder ab, bis man am Ende vom Blatt wieder die gleiche Maschenanzahl hat wie oben. Also nicht wundern, aber das geht auf. Ja, man muss dann nur aufpassen, weil man natürlich hier unten an der Stelle aufhören sollte, hallo Kind, wo natürlich dann wieder die Maschenanzahl passt, weil sonst muss man die Spitze anpassen. Ja. Die Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens hat das Kind. So, Kind Nummer 2 mit der gleichen Aufmerksamkeitsspanne. Also zuerst kommt das Kleine, dann das Große. Ja, also die sind fertig. Ich freue mich, weil das jetzt das zweite Paar ist von Nines Wollkiste. Das erste Paar habe ich für meinen Freund gestrickt, das jetzt für mich. Und das bedeutet, dass ich mir jetzt eine neue Wolle ausgesucht habe. Ich habe tatsächlich noch nicht angeschlagen. Ich habe ja von allen plastikfreien Sockenwollen jeweils 2 Strang.
mit dem Gedanken, dass ich einen Strick für mich und einen für meinen Freund, um so ein bisschen besser dokumentieren zu können, was passiert mit den Socken. Wir sind unterschiedlich natürlich, von dem, wie wir die tragen. Ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger, eher ein bisschen weniger vorsichtig. Und die Idee ist einfach so ein bisschen rauszufinden, was passiert. Ja, mit erstaunlichen Resultaten, soweit ein Paar hat es ja nicht überlebt. Das ist den Waschmaschinen tot gestorben. Ansonsten halten die bisher alle sehr gut durch. Ja, und jetzt habe ich momentan 4 Paar gestrickt, bei denen jeweils das andere Paar noch fehlt. Ich habe so ein bisschen rumgeschaut. Und ja, es waren 2 Paar von mir und 2 Paar von ihm, aber wie gesagt, eben nicht die gleichen. Und jetzt habe ich mich entschieden und diese Wolle hier rausgesucht. Die sieht so auf den ersten Blick sehr unspektakulär aus. Habe ich irgendwo nicht so die Banderole reingeschmissen? Ich finde sie gerade nicht. Da. So. Das ist von Faserliebe. Eine BFL High Twist. Also sehr ähnlich der Wolle, die ich gerade verstrickt habe. Die hier. Und die hat auch diese schöne Perlstruktur, die ich ja wahnsinnig gern mag. Ich finde das immer toll, diese Zweifachzwirnung mit diesem perligen Effekt. Und die hat Beige-Töne und ist aber tatsächlich, wenn man genau hinguckt, eigentlich total bunt. Also ich sehe grün, so jetzt gerade hier so dieser Bereich. Ich sehe hier unten was Rotes. Es gibt auch dunklere Stellen. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe mir auch ein Muster schon rausgesucht. Und zwar werde ich von Adrienne Fong die Lady of Rivendell stricken. Das ist auch ein kostenloses Muster auf Englisch. Und ja, ich denke, das kommt ganz gut raus in diesem relativ dezent gemusterten Garn. Also was sehr Buntes wird das mit Sicherheit nicht vertragen. Die Farbe von der Faserliebe hier, das ist Golden Rain. Und das sind einfach 100% Blue-Faced Leister mit 365 Meter. So. Ja. Genau. Also ein sehr, sehr schön. Ich finde auch das Label sehr schön. Die Wolle gefällt mir. Und auf dieses Projekt freue ich mich sehr. So. So stelle ich das in dieser Tasche. Genau, die schmeiße ich raus. So sahen die aus, ne? Also auch dieses Perlige. Ich freue mich insofern, dass ich glaube, dass ohne Tweed natürlich die Stitch Definition, also wie die Masche aussieht, viel, viel schöner rüberkommt. Ich mag dieses Tweed, weil es so herrlich es ist schwarz, das ist braun, das ist jetzt nicht so kunterbunt. Aber das bedeutet einfach, dass es nicht ganz so regelmäßig aussieht, wie wenn es jetzt ein kein Tweed-Garn wäre. Und ja, also der große Tweed-Fan bin ich zugegebenermaßen immer noch nicht. Fand das Projekt aber total spannend. So, was haben wir denn dann noch? Ich habe natürlich auch gestrickt. Natürlich, an meinen Glitzersocken und bin da ein gutes Stück vorwärts gekommen. Ich zeige euch erstmal die, an denen weniger passiert ist. So, ich habe die immer zusammen in einer Tasche und jetzt haben sich gerade die Nadeln so ein bisschen ineinander verheddert. Ich habe das letzte Mal frisch angeschlagen gehabt, eine Socke namens Stolen Bike. Gestohlenes Fahrrad. Warum die so heißen, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal kurz zurück, um zu schauen, von wem die sind. Also die Stolen Bike Socks von Monika S. Die sind auch auf Englisch und auch die haben einen Chart. Die gibt es auch in verschiedenen Größen und ich habe hier die 60 Maschen Variante. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie 60 Maschen hat oder ob ich die wieder irgendwie hingetrickst habe, ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn man das Muster mal so über 2-3 Reihen gestrickt hat, dann weiß man, wie das funktioniert.
Es sind nur rechte und linke Maschen und auf der Rückseite läuft auch so ein Perlmuster runter. Es ist sehr, sehr einfach. Für mich gut, weil diese Socken natürlich irgendwie mustern und man den auch nicht so unbedingt ansieht, wie sehr sie sich mustern. Das ist von Hobby, eine Weihnachtswolle. Und zwar aus dem Paket Tododop, Weihnachtszauber. Das sind 73% Schuhwolle, 24% Polyamid und 3% Glitzer, also Polyester. Ja, laut Hobby haben die 370 Meter auf 100 Gramm. Hört ihr die zwei? Und die gefallen mir ganz gut, weil sie nicht ganz so kräftig grün sind, sondern so ein bisschen... Ja, ist ja nicht so, als hätte ich denen gerade vor 5 Minuten erklärt, dass ich aufnehme. Wenn sie jetzt nochmal machen, dann jage ich sie hoch. Ich habe da jetzt keine Lust drauf. Die haben mich vorhin schon geärgert, dann musste ich mir erstmal noch ein lustiges Video anschauen, damit ich nicht ganz so grimmig unterwegs bin. Ja, passiert. Also soweit bin ich gekommen. Der Marker, der hier irgendwo hängt, da so, der war vom letzten Mal. Es ist also überschaubar viel passiert. Das ist auch noch die erste Socke. Aber, ja. Und dann habe ich euch das letzte Mal gezeigt, eine fertige Socke. Und zwar auch von einer Butinette Sockenwolle. Aber ich glaube, von der habe ich ja, das Etikett irgendwo verschlampt. Macht nichts. Die habe ich angefangen auf dem Weg vom Urlaub wieder zurück. Und weil es Nacht war und im Auto, habe ich tatsächlich eine Stino gestrickt. Die erste Socke sieht so aus. Die war das letzte Mal schon fertig. Und dann habe ich die zweite Socke angeschlagen gehabt und ich habe ein Bündchen gestrickt gehabt und habe das dann am Freitagabend mitgenommen ins Kino. Wir haben den neuen James Bond angeguckt und ich habe so vor mich hingestrickt, im Dunkeln, ohne hinzuschauen, und bin so weit gekommen. Also ich bin ein bisschen über der Ferse. Ich habe, wie bei der anderen Socke, auch eine Bumerang-Ferse gestrickt. Das geht auch hervorragend im Dunkeln, ohne dass man hinschaut. Und natürlich ist für so einen Kinobesuch so eine Stino tatsächlich optimal. Ja, wie man sehen kann, die werden nicht gleich. Ich finde, sie haben einen schönen Versatz, sodass das gewollt aussieht und nicht wie versucht, aber nicht, hat nicht funktioniert. Das mag ich nämlich nicht. Also wenn ich jetzt hier quasi an der Stelle wieder angesetzt hätte, das wäre mir zu wenig gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich ein Stückel abwickeln müssen. Aber so, finde ich, sieht das gut aus. Ja, gefällt mir gut, dass ich jetzt hier mit grün angefangen habe und eine rote Ferse habe. Und hier habe ich mit rot angefangen und hatte eine grüne Ferse. Tja, ich versuche die noch im Oktober fertig zu kriegen. Und zwar nicht, weil gerade es Oktober ist, sondern weil ich gerne mein Ziel erreichen möchte. Und das hat mit der Glitzersockenkiste was zu tun. Ihr erinnert euch sicherlich, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr jede Menge Socken angestrickt, die entweder Weihnachtswolle war, klassisch, oder sie hat geglitzert. Und die Idee war schon auch, dass ich diese ganzen vielen Socken, das waren wirklich viele, es waren um die 30 Paar, glaube ich, übers Jahr tatsächlich verstrickt bekomme. Ja. Und ich habe Anfang September das letzte Mal zurückgeschaut, da waren noch 10 Paar in dieser Sockenkiste. Anfang Oktober, nicht Anfang September. Und die Idee war jetzt quasi Anfang November wieder reinzuschauen, also nächste Folge. Und wenn es irgendwie geht, sollen da nur noch 6 Paar drin rumlungern und darauf warten, weiter gestrickt zu werden. Das bedeutet aber, dass ein Paar fertig werden sollte, und das ist natürlich jetzt naheliegend, dass es das hier wird, weil da fehlt jetzt nicht mehr so furchtbar viel. Dann könnte ich nämlich auf jeden Fall dieses eine hier noch rausnehmen. Und dem anderen sage ich gleich noch was. Ja.
Also da ist der Fortschritt an den Glitzersocken. Finde ich gut. Ich werde jetzt am Wochenende nicht wieder ins Kino gehen, aber wir feiern zwei verschiedene Geburtstage, dann wird sich mit Sicherheit so ein bisschen nebenher stricken lassen. Und dann ist so eine Socke auch mal schnell fertig. Ja. Was fehlt denn noch? Dich. Und du fehlst noch. Ja. Ich mach mal mit den Kindersocken weiter und das ist immer ein großes Gruder. Ja. Ich habe ja immer ein paar Kindersocken auf den Nadeln und aktuell versuche ich ein paar Reste-Socken zu strecken, ein paar Gum-Gum-Socken. Und wer diese Gum-Gum-Technik kennt, also man wechselt quasi ständig ab, der weiß, dass man dafür verschiedene Wolle braucht. Und ich habe mir ein paar Wollreste rausgegriffen und die sind alle hier drin. So. Ich zeige euch mal die erste Socke. Bei der einen Socke war ich das letzte Mal hier. Das ist dazu gekommen. Das wird eine Schuhgröße 25. Und ja, wie man sehen kann, wird es schön bunt. Ich habe diesen etwas größeren blauen Rest genommen, um die Bündchen und Ferse und dann auch die Spitze damit zu stricken. Und ansonsten wird es relativ chaotisch und relativ ungeordnet. Aktuell hängt dieser lila Rest dran, der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt typisch Jungsfarben ist, aber was soll's. Ja, also ich habe Gum-Gum gestrickt, ich habe eine Bumerang-Ferse gestrickt und bin jetzt so knapp über der Ferse. Ich vermute fast, dass ich euch die das nächste Mal fertig zeige, was eine gute Sache wäre, weil ich sie dann gern die nächste Woche wegbringen würde. Da sehe ich nämlich die beiden Kinder und dann würde das natürlich auch Sinn machen. Die zweite Socke sieht ganz anders aus. Also man sieht die Verwandtschaft eigentlich nur daran, dass die Bündchen gleich sind. Ansonsten sind die Farben komplett anders. Und jetzt bin ich am Grübeln, ob ich eine der Farben, die ich hier oben verwendet habe, eventuell hier weitermache und andersrum, damit sich das so ein bisschen mehr angleicht. Aber ich finde, bei Kindersocken darf es ruhig bunt sein und die machen großen Spaß. Und ich denke, dass es bei Kindern tatsächlich eigentlich nicht bunt genug sein kann. Da hängt jetzt momentan dieser riesengroße Rest noch dran. Und ich habe mir generell kleine Reste rausgesucht, einfach damit ich die einmal aufbrauchen kann. Da hängt jetzt noch zum Beispiel das könnte ich noch reinstricken. Und ich habe noch so einen grünen Rest. Ich habe auch ein bisschen Glitzer noch dabei. Und all sowas. Den habe ich bei der einen schon verwendet. Oben im Schaft. Ja, also es bleibt definitiv spannend. Und jetzt habe ich ihn runtergeschmissen, das ist nicht gut. Ja, ich stricke es auf 2,25er Nadeln. Das sind meine typischen Sockennadeln. Wie immer auf dem Nadelspiel. Weil ich einfach ein Nadelspielmädchen bin und das viel, viel schneller geht bei mir als Magic Loop. Das muss natürlich jeder für sich selber rausfinden, aber ich bin bei Magic Loop deutlich langsamer und habe dann auch das Problem, dass ich da eher Leitern bilden als mit dem Nadelspiel. Ja, so. Und dann habe ich noch eins, was ihr kennt, kein Socke, sondern ein Projekt, an dem es relativ langsam weitergeht. Was verschiedene Gründe hat, unter anderem meine Motivation, dass die Reihen wahnsinnig lang sind und dass auch die Reihen nicht sehr hoch sind und man deswegen nicht viel sieht. Es wird eine Jacke für meinen Freund. Jetzt ist der nicht riesengroß, aber natürlich ein erwachsener Mensch. Und das nächste Mal schalte ich die Erdanziehungskraft vor dem Video aufnehmen aus. So. So weit bin ich. Das letzte Mal war ich hier beim blauen Marker. Es ist einiges dazu gekommen.
Also ganz ohne Zweifel. Soweit. Das wird eine Jacke. Ein RVO, auch der Raglan von oben. Die sind ja schön zu stricken, weil man sie zwischendurch anprobieren kann. Noch kann man dies hier nicht anprobieren. Also der Plan ist jetzt soweit zu stricken, dass ich stilllegen kann und dann mal anzuhalten. Ich muss dazu auch auf jeden Fall eine zweite Nadel einziehen, weil die hier ist jetzt zu klein zum Anprobieren. Ja, selbst ausgerechnet. Muster stammt auch von mir, da ist so ein bisschen was Skippy-mäßiges drin. Die sieht man jetzt an den dunkelblauen Stellen natürlich nicht ganz so gut. Ja, man sieht, dass jede Menge Zeug drin hängt. So wie sich das gehört. Ja, die stricke ich mit 2,5er Nadel. Das ist jetzt auch spannend, weil natürlich habe ich jetzt eine gewisse Länge auch und eine gemischte Maschenanzahl. Und das merkt man, dass das hier, das ist ein Zauberball, ne? Der heißt Stonewashed. Das ist eine Referenz auf Knit Jeans. Und normalerweise sind ja diese Übergänge sehr, sehr dezent. Sehr, sehr fließend, sieht man hier oben wunderbar, wie sanft das rübergeht. Aber hier unten habe ich jetzt so viele Maschen auf der Nadel, dass sich tatsächlich Streifen bilden und man den Absatz sehen kann. Also man sieht, dass hier dunkel ist, dann kommt dieses Mittelblau, dann kommt dieser hellblaue Block. Und je mehr ich am Rand bin, desto weiter bin ich ja weg, wenn ich wieder zurückkomme, und desto stärker sind die Streifen zu sehen. Ja. Finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd, aber ist halt so, lässt sich auch schlecht ändern. Natürlich könnte man da mit einem Zweitrum experimentieren und so. Nee, das lasse ich jetzt bleiben. Also so sehr stört es mich jetzt nicht. Ja, da wird sich, denke ich, ja auch die nächste Zeit das Problem noch ein bisschen verschärfen. Da kommen noch einige Maschen dazu. Ich werde auch noch eine Weile brauchen, bis ich die Ärmel abtrennen kann. Das muss man mal ganz fairerweise so sagen. In 2 Wochen seht ihr das Ganze nicht mehr so. Nächste Woche schon noch. Außer es passiert irgendwie ein absoluter Motivationskick und ich stricke ausschließlich an dem. Aber kann man mal ehrlich sein, das wird nicht passieren. Ja, also an dem passiert in der nächsten Woche mit Sicherheit auch einiges, maschenmäßig. Aber da wird sich vermutlich nicht so arg viel ändern. Ja. So, jetzt kommen wir zum letzten Projekt des Tages. Ich habe letzte Woche aus meinem 52 Weeks of Socks Buch gezogen. Nummer weiß ich schon wieder nicht mehr auswendig. Das war Nummer 27. Alva von Fiona Ellis. Oder Fiona Alice, ich bin mir nicht sicher. Ja. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, ich muss hier mal kurz suchen, ich weiß nämlich nicht auswendig. Ich habe schon weitergeblättert, um zu gucken, was dieses neue Muster ist. So, die sehen so aus. Im Original. Man strickt sie toe up. Und wie man sehen kann, fängt man mit der Hauptfarbe an und dann kommen diese Streifen in einer Kontrastfarbe dazu. Und das wird im Buch mit Intarsien gemacht. Wer jetzt die Woche vielleicht auf meinem Kanal mal unterwegs war, der wird das Tag-Talk-Video sicherlich entdeckt haben, das ich aufgenommen habe. Ich hatte nämlich keine Lust auf Intarsien-Strickerei. Ich kann das, aber ich muss gestehen, dass ich den Sinn bei einer Masche nicht ganz verstanden habe. Das macht Sinn, wenn ich irgendwie einen Block einfügen mag, ein Motiv, dann kann ich das gerne tun. Aber warum ich das bei einer einzelnen Masche tun sollte, habe ich nicht verstanden. Ich habe also wie immer stark abgewandelt. Ich habe sie fertig. Das mal vorweg. Also ich zeige sie euch mal. So sehen die jetzt aus bei mir. Und wer genau hinguckt, der stellt fest, ui, es glitzert. Es glitzert aber sehr dezent und das ist eine gute Sache. Ja. Ich habe also hier unten angefangen, tatsächlich nach Anleitung, und ich habe auch nach Anleitung zugenommen auf die
vorgesehene Maschenanzahl von 74 Maschen. Das war die kleinere Größe. Jetzt ist natürlich 74 Maschen schon auch eine Hausnummer. Und mir war dann relativ schnell klar, dass also niemand hier in dieser Familie dieses Socken tragen wird, weil zu breit. Wenn ich die jetzt nochmal stricken sollte oder wenn ihr vorhabt, die zu stricken und sagt, also 74 Maschen, dann wandelt einfach ab. Entweder ihr verkürzt den Abstand zwischen diesen Streifen, das sind immer 4 Maschen hier in der Hauptfarbe und eine in Kontrastfarbe, man kann natürlich auch mit 3 und 1 stricken, oder ihr sagt, man behält das 5er Muster bei und verkürzt zum Beispiel runter auf 65 Maschen oder auf 60 oder auf 70. Ja, dann muss man natürlich ein bisschen gucken wegen der Ferse. Ich habe die Ferse ohnehin abgewandelt und habe eine Bumerang-Ferse gestrickt statt der vorgesehenen Käppchenferse. Also wäre es auch da egal gewesen. Und ja, dann habe ich also gestrickt. Und dann kam dieser erste Streifen und ich habe hier lauter linke Maschen gestrickt, statt in dunkelblau den Kontrast zu stricken. Habe ich gemacht bis hier oben. Das sah dann lustig aus. Also wer das Tag-Talk-Video reinschauen mag, der wird das mit Sicherheit sehen. Habe dann das Bündchen in Kontrastfarbe gestrickt und mit einem elastischen Abkettrand abgekettet. Und dann habe ich mit einer Häkelnadel nachträglich diese Streifen eingehäkelt. Ja, also die Häkelnadel und ich, wir kennen uns. Wir kennen uns schon sehr lange. Es ist aber keine Freundschaft. Die, die hier schon länger zuschauen, die wissen das. Also Häkeln und ich, das funktioniert jetzt nicht so wahnsinnig gut, weil ich einfach, ehrlich gesagt, keine Lust dazu habe. Wenn ich jetzt unbedingt was tun will, wie hier eine Arbeitserleichterung, dann kann ich das schon. Aber ja, also habe ich das hochgehäkelt und ich habe so eine Art Pfeilspitze hier unten gesteckt, statt, wie in der Anleitung vorgesehen, so ein paar Blöcke rechts oder links davon. So, die Wolle, die ich verwendet habe, die kann ich euch auch zeigen. Ich habe echt viel davon verbraucht. Das zweite Knäuelchen habe ich jetzt nicht mehr dabei, aber es ist nicht so furchtbar viel übrig. Das ist von Develi Crochet, ein bunter Hund. Ich glaube, so nennt sie die. Genau, bunter Hund. Habe ich damals bei ihr gekauft. Also wer das Ganze nicht kennt, die findet, das Ding ist ein bisschen verknittert, weil es natürlich, so wie ich das oft mache, ich wickel die Dinger und roll sie dann zusammen und steig sie in die Mitte vom Knäuel. Deswegen sieht das ein bisschen verknittert aus. So, Develi Crochet, wenn ihr die googelt, dann findet ihr sie mit Sicherheit. Sie hat ganz tolle Färbungen und manchmal hat sie solche Einzelstränge. Die heißen dann immer bunter Hund, das heißt, sie können nicht nachgefärbt werden. Aber der hat mir so gut gefallen von der Färbung her. Da sind also blaue Töne drin und grün und so ein bisschen lila. Und wie gesagt, es glitzert, aber es glitzert sehr dezent. Ja, eine sehr, sehr schöne Färbung. Mit Sicherheit mustertauglich. Also es hätte jetzt auch nicht unbedingt eine Fast-Dino sein müssen. Nachdem das ja sehr viele Maschen sind, habe ich beschlossen, ich stricke es relativ lang. Es ist jetzt eine Schuhgröße 44 geworden. Das heißt, es wird wohl an einen Mann gehen und der muss dann eben damit leben, dass es ein bisschen glitzert. Ich glaube, das ist zu verkraften. Wenn jetzt jemand da draußen sein sollte und sagt, hey, glitzernde Socken in Schuhgröße 44, das muss ich haben, dann meldet euch, dann können wir gucken, ob wir tauschen. Ansonsten werde ich die einfach weggeben. Ja, also auch da Tauschangebot vielleicht machen und mir schicken. Und ansonsten bekomme ich die schon los. Also das ist nie das Problem, die Socken kriege ich schon los. Aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte sie gern haben, dann meldet euch. So, also das aktuelle Muster von 52 Weeks of Socks. Und natürlich habe ich auch ein neues gezogen und das blende ich jetzt kurz ein. So, neue Woche, neues Glück. Einmal gut schütteln. Und
mal zwei, ich nehme die erste. Das ist die 50. Und das ist Suokatu von Katrin Birkenwasser. Also Suokatu ist es geworden. Suokatu. Suokatu klingt irgendwie leicht japanisch. Nein, Suokatu von Katrin Birkenwasser. Und ich zeige euch mal kurz. Die sehen so aus. Tatsächlich diesmal ein schönes, großes Foto. Und man kann auch einiges von der Socke erkennen. Also ein wirklich gutes Foto. Auf die freue ich mich. Man braucht dazu ein Fingering Gun. Und ich denke, ich werde wieder in die Glitzerkiste reingreifen. Welche ich verwende, weiß ich noch nicht. Ja, Toe Up schon wieder. Ja, weiß es nicht. Also wie gesagt, nicht meine bevorzugte Sockentechnik. Ich würde mich auch mal wieder freuen, was von oben runterstricken zu können aus diesem Buch. Aber so ist es halt. Irgendwann kommt auch mal wieder was Top-Downiges. Und ich habe ja noch ein bisschen was anderes auf dem Nadel. Ja, also die Suokatu. Jetzt das Muster für die kommende Woche. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wobei ich euch auch viel Spaß wünsche, ist beim Anstrick der Gnome. Denn am 1.11. geht's los. Es gibt keine Etappen oder sowas. Also wer dazu kommen mag, in der Ravelry-Gruppe eröffne ich dann, oder die Monika, mal schauen, einen Thread zum Thema Gnomstricken und da können wir uns austauschen. Es wird kein Stop-and-Go-Curl. Ich denke, so ein Gnom lässt sich auch relativ schnell stricken. Also ich möchte den jetzt eigentlich ungern übers Jahr rausnehmen. Und ja, sie nerven mich. Also wer da mitstricken mag, der darf gerne in die Ravelry-Gruppe finden. Den Link dazu findet ihr wie alles andere auf meinem Blog. Und den Blog-Eintrag findet ihr, wenn ihr in den Info-Thread und in die Infobox unten schaut. Ja. Ja, vor lauter Kind und Hund und überhaupt habe ich was vergessen, dass ich jetzt noch irgendwo dazwischen schneiden möchte. Und zwar habe ich ja für meinen Brioche-Long einen Gewinner gezogen. Diese Gewinnerin hat sich bei mir gemeldet und hat sich so ein bisschen was Farbwünschiges hinterlassen und ich habe gefärbt. Und wenn du das jetzt nicht sehen möchtest, weil du das Paket noch nicht bekommen hast, dann musst du wegschauen. Und für alle anderen halte ich den jetzt in die Kamera. So sieht er aus. Ich sage dazu jetzt nicht so furchtbar viel. Ich glaube, das Farbschema ist gut zu erkennen. Er ist wieder weg. Ja, das ist ganz normale Sockenwolle und die geht dann hoffentlich morgen auf die Reise und ist schnell bei der Gewinnerin, damit sie es vielleicht bekommt, bevor sie das Video sieht. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Für all diejenigen, die am Montag einen Feiertag haben, ein schönes langes Wochenende. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche, wobei ich mir nicht sicher bin. Wir haben, wie gesagt, Herbstferien. Da könnte das mit dem Aufnehmen eventuell wieder ein Abenteuer werden. Nun gut, lasst keine Maschen fallen. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.